Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Großbaustelle in der Nürnberger Ostendstraße. Vom 28. Mai bis zum 22. Juni müssen Autofahrer auf andere Straßen im Stadtgebiet ausweichen. Nur Radfahrer und Fußgänger kommen noch durch. Die Ostendstraße wird seit Anfang Januar diesem Jahres auf der Länge von etwa 800 Metern komplett vierstreifig ausgebaut. In diesem Streckenabschnitt befinden sich zwei Brückenbauwerke. Das sind Brücken, unter denen die Bahn hindurchführt. Sehr alte Bauwerke, die gleichzeitig mit der Straßenbaumaßnahme erneuert werden. Und auch die VAG baut die Gleise der Straßenbahnlinie 5 komplett neu, sodass wir dann hoffentlich ein völlig neues Fahrgefühl auf diesem Streckenabschnitt erzeugen können. Mitten in der Nacht wurde die fast 100 Jahre alte Brücke über der Bahnlinie Nürnberg-Schirnding abgebrochen. Es ist der schwerste Eingriff in den Verkehr während der aktuellen Umbauarbeiten, was sich auch in den Kosten niederschlägt. Ja, die Baukosten belaufen sich insgesamt, also für Straßen, Brücken und Gleisbau, auf 11 Millionen Euro, wobei 1,5 Millionen Euro auf die VAG, also für die Erneuerung der Schienen, entfallen und 9,5 Millionen zahlt die Stadt für Straßen- und Brückenbau. Grund für die vierwöchige Vollsperrung ist der Einbau einer Behelfsbrücke im Bereich Dagmarstraße. Autofahrer müssen in dieser Zeit ab der Cheruskerstraße über die Dr. Gustav-Heinemann-Straße und die äußere Sulzbacher Straße oder über die Regensburger Straße in Richtung Stadtzentrum fahren. Wir hoffen natürlich jetzt, diese Ferienzeit, dass die uns ein bisschen entgegenkommt, um diesen Verkehr und diese Staus, die es ja tatsächlich auch gibt, nicht allzu sehr auf Auswirkungen auf die Bürger zu haben. Dass es so nach 14 Tagen doch einigermaßen gut über die Bühne geht. Ab 23. Juni ist die Ostendstraße dann wieder stadteinwärts befahrbar. Straßenbahnfahrer der Linie 5 müssen auf Ersatzbusse der VAG ausweichen. Sämtliche Einkaufsmärkte sowie Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sind während der Sperrung erreichbar.